Hey Leute, nicht erschrecken, nur ganz kurz. Ich versuche es kurz zu halten, weil da hinter mir, da versucht gerade ein Hai mein Fluss anzuknappern. Und ich muss noch. ich muss noch kurz was erzählen, bevor das Video losgeht, ja? Es ist was passiert. Ihr werdet euch wahrscheinlich jetzt gar nicht mehr auskennen, wenn die Folgen anfangen. Mein Fluss schaut ganz anders aus. Es schaut ganz groß aus und ganz modern. Denn. Ich habe sehr viel gespült in der Zwischenzeit und ich habe das auch eigentlich aufgenommen, aber leider ist die Aufnahme nichts geworden, weil ich gleichzeitig auf meinen Streaming-Knopf angekommen bin. Das heißt, ich habe aus Versehen live auf Twitch gestreamt. Der Stream hat überhaupt nicht funktioniert, weil es ultra geleckt hat, weil ich gleichzeitig aufgenommen hat. Man hat mich auch nicht reden gehört, also es war ultra peinlich. Oh, Entschuldigung, Mikro angekommen. Aber im Prinzip ist mir egal, weil ich auch nicht glaube, dass mir da jetzt irgendwer zugeschaut hat. Jedenfalls ist jetzt die Aufnahme auch kaputt. Ich habe jetzt nichts gehabt. Und ich habe eben in der Aufnahme, was jetzt kaputt ist, habe ich sehr viel mit Stefan gespielt und mit Benno. Stefan, den habe ich mir dazu geholt, weil der eben sehr viel. Also der tut jetzt sehr gern bauen in solchen Spielen, was ich absolut nicht gern tue, muss ich leider sagen. Und, naja, der Stefan ist eben der Bauer und ich versuche immer so ein bisschen die Story voranzutreiben. Und, ja, liebe Leute, dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit dem folgenden Video. Und, schon wieder ein Mikro angekommen. Viel Spaß, tschüss. Ich glaube, ich musste ein bisschen lauter machen. So, ich konnte jetzt bei mir einfach lauter dran. Nein. Ich hab mir jetzt sag mal. Gemacht. Hallo? Ja, passt schon. Gut genug, wird wohl reichen. Ja, ich meine auch. Weißt du, extra noch bessere Soundqualität und so Zeugs? Aber irgendwie. Ja. Serverboost, dann kannst du. Wie viel Boost? Und dann gibt's aber auch noch Discord Nitro. Hä? Ich habe uns übrigens nur an eine Insel manövriert. Du meinst, du hast einen Crash gebaut? Na, gar nicht. Bin nur ein bisschen blöd geparkt, hab ich. Vorher passiert. Wie ich habe kurz bevor wir gespielt haben. Ja. Habe ich ja kurz mal so eine Viertelstunde Lane reingeschaut. Ja. Zum Ausprobieren. Habe ich eine Insel. Habe so ein breiteres Floß gebaut, also so länglich. Mhm. Und ja, gegen die Insel gefahren und dort ein festgehängt. Oh. Ja, mit dem Paddel musst du rauskommen. Ja, dann musst du dann erst einmal die Sachen kriegen, fürs Paddel zu machen. Ach so, weil ja, das Floß das ja schon festhängt. Das ist richtig, ja. Ja. Ja, das war. Ich hab gedacht, ja, ich hupf auf die Insel. Ja. Renn schnell drüber, nimm Sachen mit und hinten, wenn das Floß vorbeifährt, spring halt wieder aufs Floß. Mhm. So, weil ich keinen Anker oder was gehabt. Ja. Ja, ich auf die Insel, zack, um mich, ein paar Holz mitgenommen, ein bisschen was zum Essen. Dann stell ich drüber und okay, wo ist jetzt das Floß? Und mein Floß kommt nicht. Dann geh ich zurück, schau hinten rüber, hängt halt genau in so einem Riff fest. Oh, und scheiße. Hängt halt gut. Naja, das. Also, es macht schon Spaß. Mir macht es voll Spaß, also, es macht das so süchtig irgendwie. Ja, darum habe ich jetzt gefragt, ob du es heute nochmal spürst, weil ich bin gerade voll drinnen irgendwie. Ja, voll. Der Benno kommt danach vielleicht nochmal nach, hat er gesagt. Ich habe ihm geschrieben, dass wir spielen. Ja. Also für mich schon, also das Raft und Grounded. Ja, wow, also, Grounded muss ich auch endlich weiterspielen. Ja, ich habe jetzt, wie gesagt, extra gewartet aufs nächstere Update noch, dass ja. Da ein bisschen mehr noch drinnen ist. Okay. Aber ich so viele geile Ideen, was ich bauen möchte. Ich mag die Story endlich, ich mag da in den blöden Teich einmal überleben. Ich stirb ja da immer. Ich will immer nur bauen. Ich möchte jetzt dann nämlich so ein paar kleinere Häuser an die Eiche bauen.
Ja. Sowas in der Art. Also höher rauf, nicht einfach so am Boden was, sondern. Ja. Mal schauen. Ich weiß gar nicht, ob das geht. So. Mhm. Toll. Ich stecke in einem Heimaul fest und du hast eine Flasche im Mund. Ja, wir sind ein gutes Team. Super. Schau, da oben musst du dann drüber springen bei der Insel. Da ist dann eine Kiste. Wieso muss ich da jetzt drüber springen? Weil du immer der Inselerkunder bist. Aber ich gehe auch mal darauf. Das Boot ist gesichert? Ja. Ja. Huch. So fancy. Ja, auf Nacht ist das. Ja, das ist schon gut. Ich hab voll Schiss im Wasser in der Nacht. Ja. So, wir sind auf der Insel. Ja, sehr steinig da. Da den Bambi. Also nimmst du gleich? Okay, dann schau ich weiter. Wir müssen alles mitnehmen, was wir kriegen können. Oh ja. Geht ums Überleben. Genau. So, geht's da weiter? Ist da unten eine Blume? Ich glaube, da ist nichts mehr. Bergsteiger. Oh ja. Yeah. Das stelle mir sehr unpraktisch vor mit den Flossen. Hey. Na, das sind Multifunktionsflossen. Ah, okay. Die werden ja mit diesem grünen Glibber da gebaut. Achso, die sind die Sticken, also die. Genau. Die sind im Wasser, gibt es da mehr, wie sagt man da, nicht Aerodynamik, sondern so halt Schub. Wasserdynamik. Schub? Ja. Wasserdynamik. Und beim Klettern und am Land, weil dann trocknet das ja ein bisschen ein. Ja. So leicht nur, dann ist das sehr klebrig. Und im Wasser mit Feuchtigkeit wird das wieder sehr glitschig. Das ergibt alles Sinn, stimmt, ja. Ja. Ach, schau, da rechts ist dann nur Palme. Der Glitschfaktor ist das, glaube ich. Der Glitschfaktor. Der Fachausdruck dafür. Achso, aber da kommt man jetzt, glaube ich, nicht mehr zurück, gell? Ja. Einfach ins Wasser. Hast du Leben verloren? Nein. Okay, dann versuche ich da rüber zu jumpen. Aber hast du gesehen, ich bin kurz festgepickt durch diese Flossenklebrigkeit. Habe ich genau beobachtet. Ist ein bisschen schwer zum Gehen ab und zu auf dem Floß, weil ich da nicht mehr festklebe. Also ich will da jetzt eigentlich... Stefan, ich steck fest. Ich mag da nicht rein. Wegen die Flossen, oder? Ja. Ach, da ist die Palme. Da drüben, gell, die ist über mir. Warte mal, vielleicht. Setz die Flossen ein. Ja, ich versuch's! Na, nicht so. Na. Ja! Na. Stefan! 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 Ja? Ja. Okay. Und wie? Ja! Schau, die funktioniert! Bist drauf gekommen? Ja, ich bin oben. Ich sehe dich nicht mehr, du bist jetzt auf der Rückseite. Aber wie komme ich denn da rüber? Ich springe einfach einmal. Da! Einfach springen. Stefan! Einfach springen. Ah, cool. Ja. Die Flossenklettertechnik hast du gemeistert. Hier war ein Hai. Da, shit! Da drüben! Ja, das ist jetzt voll blöd beim großen Boot, nämlich. Man braucht sehr lang, bis man auf der anderen Seite ist. Ja, ich hab nicht gesehen gleich. Ich hab nur irgendwo gehört und hab nicht gleich gesehen. Nein, das geht schon. Das wird ja alles nur mit Teurahmen und so. Ja, das dauert dann noch. Na, easy. Ich hab übrigens schon einen Empfänger gebaut. Der ist in irgendeiner Truhe drinnen. Ach, okay. Ja, passt, ich fahr los. Ja, Stefan. Wir müssen nur unter Wasser liegen. Segel setzen! Achso. Da ist er! Wer? Der Hai. Jetzt kommt er zurück! Ja, der hat gerade gefressen, der wird jetzt halt nicht gleich wieder, oder? Huch! Ich fütter den.
Ich mache ihn jetzt tot. Zack. Frisst es. Ein Mangosamen. Vielleicht wieder zum Vegetarier. Ich sehe ihn nicht. Das ist immer ungut, wenn man nicht sieht. Ach, da ist jetzt nur Kisten mehr. Stefan, wo ist er denn? Ah! Boah. Er war hinter mir. Oh. Er kommt! Er kommt! Herr Wassergeplätscher, aber. Oh! Oh! Hat die da mitzahlt? Nein. Nein, ich bin mitgeschwommen. Hat von mir so ausgeschaut, hätte die Pisten und mitzahlt. Boah, das wird zart, hey, hör auf. Wo ist er jetzt? Jetzt kommt er nicht mehr raus. Ah! Aus der Höhle ist er rausgeschwommen. Arg. In der Höhle? Ja, da ist so eine Höhle, eine kleine. Da ist er rausgeschwommen gerade. Da ist er. Der ist schnell. Wie ein Fisch im Wasser. Was tut er? Komm her. Ah. Ich weiß nicht, ob ich ihn erwischt habe oder er mich. Ich glaube, beide gleichzeitig. Dann ist ja gut. Du musst das Timing abwarten, Stefan. Genau, ist immer wichtig, wenn ein Hai, ein riesiger Hai auf dich zuschwimmt. Immer das Timing. Man muss immer ruhig bleiben. Ja. Was soll schon passieren? Du musst, wenn er den Mund aufmacht, dann musst du zuschlagen. Dann ja, aber dann beißt er mir ja trotzdem. Nein, der wischt dich nicht. Ach so. Mhm. Ist das eine bestätigte Technik jetzt oder eher so? Sie funktioniert. Wird schon gut gehen. Nein, sie also funktioniert jedes Mal. Ach so, okay. Ja. Ja, das ist dann natürlich praktisch. Ja. Mangos, muss an die Mangos jetzt. Boah, da ist wohl die Höhle. Oh Gott, komm ich da durch? Da sind die Mangos. Da muss ein guter Loot drinnen sein, sagst du. Ja. Wo geht's denn da jetzt? Hä, jetzt finde ich den Eingang nicht mehr. Da. Wow, okay. Wow. Naja, da ist einfach mal gar nichts. Schön. Ja. Könnte schlimmer sein. Okay. Ja, das stimmt. Könnte was sein, was man nicht will. Du bist immer so positiv. Ja. Das finde ich gut. Mach halt, wenn man sonst nichts hat. Positivity. Ja. Ich tauch ab. Okay. Gut tauch, wie man es so schön sagt. Genau. Irgendwie finde ich da recht wenig. GG. Have fun. Ja. Happy Schnorchling vielleicht so noch. Happy Schnorchling, ja. Hey, ich kenne mit diesem ganzen Seemannsgarn, zeig's nicht aus. Ja, ja, ich habe auch nur sehr Halbwissen habe ich da, ja. Aber ich würde da mal so gern ganz tief runtertauchen. Aber. Metallerz. Oh, ich trau mich nicht. Wenn der Sauerstoff ausgeht, stirbt man dann gleich, oder? So okay. Gut wie, glaube ich. Also viel na, Zeit gut. Hast nicht. Hab's geschafft. Gut. Haben schon fest gemacht, damit diese Korallen und so? Ich find's auch schön, ja. Aber da ist unter Wasser diesmal nicht so viel. Gell? Also mir kommt auch vor. Also Seetank ist da, den nehme ich mal alles mit, aber sonst. So geht da jetzt nicht viel, ne? Nicht so richtig, nein. Hast du den Hai eigentlich umgebracht? Ja. Ah ja, okay. Aber ich glaube, lang ist er nicht mehr tot, glaube ich. Aber ist nämlich da draußen der Kisten, die ich holen will. Ja. Aber was ist denn diese Haikopf-Dekoration wirklich? Nur Deko, oder? Deko. Die gibt keinen Deko, ja. Nein. Effekt also, oder so. Wüsste halt nichts, ne? Schaut einfach nur voll krass aus. Das schaut einfach nur geil aus, ja. Okay. Das ist ja, das reicht schon. Ja. Das reicht schon.
Aber die Meere sind dann so sauber, wenn wir fertig sind. Ja. Ja, da bist du da drüben. Da ist kein Schmutz. Also viel kann da nicht mehr sein. Na. Das glaube ich auch nicht. Ja, da muss so. Doch irgendwo was Cooles sein. So ist ja nur so eine Mini-Insel. Naja, aber jetzt... es ist einfach... Also da muss was sein. Da muss, ja. Naja, ich glaube, ich gehe wieder auf mein Flüsschen. Ja. Weil ich glaube, der Hai ist sicher schon wieder irgendwo. Da weiß ich ja noch nicht. Ach komm, das hole ich mir noch. Das Plastik hole ich noch. Keine Ahnung, wie weit ich jetzt draußen bin. Naja, ich fahr einmal, gell? Ja, wenn du mir entgegenschwimmst, kein Problem. Da hat sich gerade ein Geier hingesetzt. Es ist übrigens eine Möwe. Ja, ist auch ein Vogel. Ja, das stimmt. Vogel ist Vogel. Bin schon wieder lustig. Ach da. Ach so. Okay, okay, dann. Weiter geht die wilde Fahrt. Ja. Jetzt habe ich das mit dem Wasser gecheckt. Was denn? Du hast wie so eine Gesamtmenge in dem Becken. Und ja, du genau. Kannst da hinten nichts rein, da, wenn es vorne voll ist. Ja, das habe ich da eh gesagt. Ach, das hast du gemeint. Okay. Ja. Deshalb hast du nur zwei rein da können damals. Ja, weil es vorne ja was drin war. Genau. Ich habe das anders gemeint. Mhm. Brauchst du irgendwas Bestimmtes zum Bauen gerade? Nein. Also halt Plastik und Holz nur. Nur Plastik. Wollte mal so das. Genau, jetzt sind die so. Da mal auch, dass das jetzt so das Grundgerüst ist und hinten drauf jetzt da so ein kleines Häusl. Mhm. Also Überdachung halt. Ja. Vielleicht hinten beim Planen sage ich da gleich, du kannst einbauen. Wir brauchen nämlich für die Antennen brauchen wir 3 Stück und die müssen auf 3 Ebenen sein. Ja, das passt, ja. Okay. Ich glaube, es waren 3 Ebenen. Irgendwas war da nämlich. Ja, ich glaube, einfach 3 verschiedene Stöhnen, oder? Zum Triangulieren. Ja, aber da ist irgendwas... Ich glaube... ja, irgendwas. So fahren wir nicht. Wir fahren, ne? Siehst du, wie schnell die Sachen vorbeidüsen bei uns? Sehr lahm gerade. Aber da kämen schon Kisten auf uns zu. Ja, ich wollte nur die Ausrichtung ein bisschen. Wieso geht das jetzt wieder nicht? Da wollten wir da gerade zukommen. So. Jetzt sollten wir da in den Haufen reinfahren. La, la, la. Und das habe ich gemeint, wenn man das Floß dran kennt, damit man es jetzt in die Richtung, wo das Zeug herkommt, dran könnten. Ja, ich weiß, was du meinst. Das stört mich voll oft. Weil wir so jetzt gerade schon viele Sachen vorbeifahren. Ah, das erwischen wir. Ah, das geht schon. Ich glaube auch. Das geht schon, Stefan. Vor allem ist das Floß jetzt groß genug, dass man überall hingehen kann, zum alles erwischen. Richtig. Eine Musik fällt. Da müssen wir uns echt irgendwas machen. So Musik rennt doch, hä? Na, die rennt ja nicht immer. Bei mir ist gerade gar nichts zum Beispiel. Achso, jetzt ist gerade Pause. Ja, du kannst denn die Optionen einstellen. Boah, wie lange die Pausen zwischen den Musikstücken sind. Was? Bei Einstellungen und dann auf, ja, Einstellungen, Audio. Einstellungen? Pause zwischen Musiktitel.
Oi, ich tue kurz. Aber ja, ja. Ah, ich habe da eigentlich noch gar nicht in die Optionen reingeschaut. Gesamtqualität extrem. Ja, was bei mir eingestellt. Ich habe jetzt ein bisschen runterdraht. Oh, links ist eine Insel, aber das ist auch nur so kleine. Ich glaube, wir brauchen eben mehr. Da kommen mehrere Fässer. Ja, Planken und so. Ah ja. Ach schau, die schwimmen alle genau auf uns zu. Der Hai. Das mag ich gar nicht, wenn der Hai da so unter dir, wenn es am Rand steht. Das ist voll ungut, ja. Das mag ich auch nicht. Genau, du hast sogar keinen so einen Forschungs... Ach doch, da ist der Forschungstisch. Naja, ohne dem geht's ja gar nicht. Nein, sonst könntest du es zeigen. Explosives Pulver. Ja. Das wird auch lustig, ja. Ein Rucksack? Ja. Was da alles gibt. Steffen, wir müssen ein bisschen kurz darüber. Ja, ich pass auf. Der Fisch kommt. Da ist er. Ist eigentlich immer nur ein Hai? Oder können einmal zwei, drei Haie auf einmal drauf? Anna. Hui, boah, das ist viel Holz. Ja. Ist klar? Ja, ich vertrocke mich die ganze Zeit. Hi. Geh weg. Hi, Alarm! Aber von da aus kann ich nicht erwischen, gell, wenn er vorbeischwimmt. Ich glaube nicht, nein. Könnt da angeln? Ja, du kannst dann angeln. Vielleicht gibt es so einen Haiköder, oder? Hab ich gesehen. Den gibt's ja. Nicht ein Hai angeln. Na, das funktioniert nicht. Ja, wieso, wenn es ein Haiköder ist? Ja, der ist halt dann da. Der isst den Fisch und dann kannst du dabei ins Wasser rein. So ist das gemeint. Ja. Willst du zu dem kleinen Ding darüber? Ja. Okay. Oh, oh. Der steuert. Aha. Ich glaube immer, der steuert uns an, der Hai. Ja, es schaut aber oft so aus, gell? Oh nein, jetzt wird's finster. Ja, ich hab's mal gerade gedacht. Oh. Okay. Mist, hey. Aber er greift immer noch bei die Ecken an, oder? Na, ist egal. Irgendwo. Oh nein, ich will doch nicht rüber. Okay, Stefan. Okay. So ein Anker werfen. Da hoch? Ah, das geht schon. Ah, jetzt bleibt der stecken. Ah, ich bin schon oben. Du bist ja. Oh, Ist da sonst was zum Looten? Nein. Oh, ich Achtung! Boah! Hey, ich hab mal erwischt. Ja, cool. Da, so wie da, Siegel. Rezept, Fischeintopf. Ah, toll. Da haben wir schon mal Rezepte drin, ne? Ja. Ja, in einer ist was drin schon. Oh. Ah, wir haben Fischeintopf und einfacher Fischeintopf. Also da brauchen wir dann die andere Küche dazu, oder? Hast du irgendwie gesagt? Ja, genau. Und die Rezepte dann. Oh, da ist nur eine. Ja, ich hab's nicht erwischt, aber vielleicht jetzt. Oh, ja. Ah, das geht's ja aus. Ja. Yes. Da wisch ich auch vielleicht was. Nein. Okay. So, wo haben wir? Erhöhter Boden.
hoch sind denn Treppen? Wie hoch sind denn die Treppen? Ich glaube, es gibt verschiedene hohe, oder nicht? Ja, hab's gerade gesehen. Achso, brauche ich einen Nagel? Achso, wenn ich da her. Achso, muss ich auch mit dem. Und daher, das macht glaube ich Sinn. Das heißt, ich muss halt noch hinten eine Reihe dran bauen. Oder zwei. Ah ja, genau. Okay. Das Floß wird größer, als was ich mir gedacht habe. Ja. Aber oh, das passt schon. Lalalala. Bleibst du da? Jetzt schwimmen wir gerade wieder blöd, gell? Eben, drum habe ich gemeint, wenn man dieses Floß irgendwie tragen kann. Ja, wo? Oh! Erledigt, Stefan! Voll gut. Ah, da vorne kommt eine Kiste. Aber wir fangen mit den Netzen trotzdem sehr viel ein. Bei deiner Seite drüben kommt da Kisten hinter dir. Ja. Da. Oh, bei mir kommt auch zwei. Yes! Da vorne ist eine größere Insel, schau mal. Oh, ja. Wollen wir die ansteuern? Ja, klar, warum nicht? Was? Oh, Segel sind gesetzt! Ah, warte. Wohin? Was? Na, warte noch kurz. Ja. Ah, da ist noch ein zweiter. Ja. Die schwimmen rüber. Oh, das ist ein bisschen weit weg, oder? Na, die Segel habe ich zum. Achso, dein Fass habe ich. Hab's. Volle Kraft voraus.